Martin und herzlich willkommen zurück zum Mario Maker Mittwoch mit mir und Martin. Scheiß Mario! Ich probiere heute wieder einmal die 100 Mario Herausforderung, weil das geht mir so auf den Sack, dass ich das nicht schaffe. Und vor allem, es ist noch einmal die schwerste Schwierigkeitsstufe. Es ist erst auf schwierig. Es geht auch noch sehr schwierig. Andrea ist heute leider nicht da, aber das ist nicht ganz so schlimm, weil ich habe mir einfach einen Satz bastelt. Hey Dudes, ich bin Andrea. Hey Andrea, wie geht's? Der Martin ist mega lustig und so. Du bist dann aber freundlich heute. Also im Ernst, fangen wir an mit dem Scheiß. Kann mir eigentlich mal jemand erklären, warum die Peach jedes Mal entführt werden kann? Irgendwie mal die Tür abschließen oder so? Es kann doch nicht sein, dass die so komische Pilze klauen können. Wenigstens kriegen wir eine Blume gerade von Anfang an. Kannst du die huren komischen, weissen Dinge kaputt machen mit einer Blume? Oh, ein Stern. Oh, ein Stern. Wieso hat es denn hier überall so huren Scheisskanonen? Oh, fuck. Oh, fuck. Scheiße, jetzt kommen die blöden huren Tintenfische. Ich weiß nicht, ob ich auf die drauf kann oder nicht. Ich weiß es nicht. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck! Ich habe doch gesagt, dass ich Unterwasserlevel hasse und ich hasse so fest. Yes, yes, yes. Oh fuck! Komm, komm, komm. Ja, 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 ja. Yes! Hast du gesehen, wie viel Leben das es gibt? Aber es bedeutet nichts, weil man maximal 3 Leben zurückbekommen kann. Aber ist mir scheißegal, ich hätte nie gedacht, dass ich das Level schaffe. Bin ich gerade ein bisschen stolz auf mich. Ich bin auch stolz auf dich, Martin. Danke, Andrea. Schnell, Martin, schnell, Martin, schnell, Martin, schnell, Martin. Ich hasse so Sektionen, wo das so schnell muss sein. Schnell! Yes! Oh, das war gut, Martin. Das war richtig gut. Scheißegal. Ich habe es, glaube ich, geschafft. Yes! Noch das Leben geholt und... Yes! Irgendwas stimmt doch da nicht. Ich bin im dritten Level und habe noch 97 Leben. Das ist, weil du so gut im Mario bist, Martin. Weißt du, was das Problem ist? Du siehst nicht, weil du von der ganzen Kackmünze verdammt nochmal Augenkrebs bekommst. Oh je, meine. Oh je, meine. Schau mal das an. Einfach reine Gegner-Spam. Wie zur Hölle willst du durchkommen? Du musst irgendeinen Power-Up haben, sonst schaffst du das auf keinen Fall. Jetzt Damage-Boost durchkommt. Yes! Fick dich, du scheiß Bowser! Ich habe einen Weltrekord! Ich bin, glaube ich, wahrscheinlich der Erste, der das scheiß Level geschafft hat. Was bedeutet das Zeichen? Das sieht irgendwie aus wie eine Empfangsantenne von der Swisscom. Und wieder ein japanisches Level! Da drunter hat es eine Tür. Wahrscheinlich ist das die Schnelllösung für das ganze Level. Jo, schau jetzt dann. Du kannst einfach hier alles kaputt machen und dann bist du wahrscheinlich im Ziel. Musst schauen. Jo. Das ist so beschissen! Wer macht sowas? Das ist einfach damit, dass sie das Level schaffen und die anderen nachher einen hohen Stress haben. Scheiß Design! Richtig schlecht! Wieso habe ich wieder 98 Leben? Ich habe ja bald wieder 100. Obwohl, ich glaube, nach diesem Level habe ich wahrscheinlich gar keine Leben mehr. Schau mal das an, was zur Hölle passiert. Wahrscheinlich ist es doch gar nicht so schwer. Wenn der jetzt hochhüpft, dann haben wir es. Hüpf. Und zack, bumm. Keine Ahnung warum, aber es läuft mega gut. Und wieder ein Weltrekord. Martin, wenn du so weitermachst, dann schaffst du das ja mega schnell. Ja, gell, ich finde im Fall auch. Ich probiere jetzt etwas und vielleicht funktioniert ja der Trick. Nein, funktioniert offensichtlich nicht! Jenste Leben hole ich auf alle Fälle schon mal, aber ich habe das Gefühl, dass am Ende des Levels wirst du wahrscheinlich nicht mehr raufkommen. Schauen. Und jedes Mal der hure scheiß Soundeffekt. Komm ich hier noch rauf? Bitte mach einfach, dass ich hier raufkomme. Yes! Yes! Ich glaube, ich habe das ganze Level so gemacht, wie man es nicht machen sollte. Aber das ist mir scheißegal. Ich habe es geschafft und ich habe wieder 90 Leben. Fuck! Ich hätte dich doch gehalten, du blöder scheiß Mario. Ich laufe schon wieder drin. Wie blöd bin ich eigentlich? Hoffentlich überlebe ich es und hoffentlich komme ich irgendwie durch das Level durch. Bitte, bitte, bitte. Oh, fuck. Ich habe schon gemeint, ich bin tot. Ich habe schon gemeint, ich bin tot. Und das war das Level. Nice! Und sogar mit unserem Bruder am Yoshi. Oder ich weiss auch nicht, was Yoshi und Mario für eine Relation haben. Vielleicht sind es auch Schwestern oder Grossmütter. Von oben kommen fucking Fische runter. Du blöder Wichser! Yes! Und jetzt klaue ich dem seine Wolke und mit dieser Wolke gehe ich ins Ziel. Yes! Weltrekord! Schau mal, wir haben die Hälfte der Levels geschafft.
Schon wieder so ein crazy Level. Ich verreck die ganze Zeit. Ich weiss nicht, wie es schaffen. Aber das gehört wohl dazu bei diesen huren scheiß fuck Mario Levels, oder? Und Level geschafft! Langsam müssen sie ein bisschen schwerere Herausforderungen bringen. Ich bin hart am Skillen und ich weiss nicht warum oder wieso, aber ich schaff's und ich komme ins Ziel und ich hol drei Leben! Ich habe keine Ahnung, was heute los ist mit mir. Ich weiss es nicht, aber es läuft. Ich weiss nicht warum, aber es läuft. Das ist sicher, weil du so gut bist im Game generell, Martin. Gell, ich sag's eben schon lange, aber alle sagen immer, du siehst besser. Nein, das stimmt nicht. Ich beschiss immer beim Game. Du bist viel besser als ich. Und mit dem Stiefel komme ich hier überall ganz, ganz easy durch. Und ich kill auch die Hammer. Brüder ganz einfach mit meinem Superstiefel. Merci vielmal. Wieder 80 Leben. Ich habe 11 Level geschafft und immer noch 80 Leben. Irgendwas stimmt da heute einfach gar nicht. Das macht mich komplett fertig. Das Level hier ist auch so völlig idiotisch und überhaupt keinen Sinn. Wieso schaffe ich das jetzt plötzlich im ersten Versuch? Wieso stirb ich da? Wieso stirb ich da? Es hat einen Stern, es hat einen Stern und ich stirb, ich stirb. Ich könnte einen Stern nehmen und würde alles überleben. Aber nein, ich mach's nicht. Ich stirb lieber, weißt du? Also geht doch, also geht doch, also geht doch! Ja, komm Martin, du schaffst das, noch drei Level! Schau mal, das ist also ein Level. Du siehst gar nicht, was angeht. Ich springe jetzt einfach mal so weit, wie ich kann. Das nennt einer ein Level. Das ist so kreativ und hat ja wirklich alles dran geht, um das richtig gut zu machen. Es ist einfach nur schlecht, mehr ist es nicht. Ich habe es im zweiten Versuch geschafft. Noch zwei Level. Oh je, was passiert da? Was passiert da? Das ist ja eine verdammte Festung. Scheiße, was ist das für ein hure geiles Level? Das ist anders geil designt. Ich komme richtig vor, als wäre ich da auf dem Zügel. Fuck, jetzt habe ich es schon wieder versaut. So macht man das. Man nimmt einfach alle Power-Ups mit und dann sollte das gar nicht schwer sein. Yes! Ich habe die Blumen an. Das heisst, ich kann zweimal getroffen werden in diesem Abschnitt. Wie lange ist denn das Level noch? Ich habe immer noch keinen verdammten Checkpoint. Ich muss jetzt hier wahrscheinlich die hure scheiß Zauberer besiegen. Und das alles, währenddem ich klein bin. Und wenn ich irgendwo ankomme, dann bin ich tot! Das Level schießt mich an! Auf das habe ich keinen Bock! Ich habe wieder einmal eine Perle von einem Level entdeckt. Und zwar darfst du nicht einmal hüpfen, weil sonst kommen verfickte Fische raus. Die huren Wolken gehen mir auf den Sack. Muss ich den mitnehmen? Komm, ich nehme jetzt den zur Sicherheit, nehme ich den jetzt einfach mal mit. Ja, den habe ich gebraucht, siehst du jetzt. Dumm. Yes! Es wäre so geil gewesen, wenn ich drei Leben bekommen hätte, dann hätte ich 50 Leben gehabt für das letzte Level. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht ein geiles Level ist. Komm jetzt Martin, du schaffst das, du musst nur an dich selber glauben. Okay, dann mache ich das und dann schaffe ich das jetzt. Oh, Dudes, ich mag nicht mehr, ich mag einfach nicht mehr. Ich bin seit über 2,5 Stunden an einem Scheiß dran und ich mag nicht mehr, ich kann es nicht mehr sehen. Schau jetzt, dann musst du den Weg freischaufeln, damit er sich durchkommt. Und das Problem ist, dass unten sein kleines scheiß Sohn ist, wo man alles versaut. Oh fuck, jetzt muss der noch das hier frei machen. Aber er hat es frei gemacht. Yes! Yes! Wir haben die verfickte scheiß 100 Mario Challenge auf schwierig geschafft. High five! Ich kann es gar nicht glauben. Schau, da ist die scheiß Hure. Bitte gern geschehen. Den Weg haben wir gerne auf uns genommen. Wir haben es einfach geschafft, Dudes. Und dann bekommen wir für die ganze Arbeit noch so einen scheiß Vogel. Was soll das, Nintendo? Was soll das? Yes, wir haben die ultimative Schwierigkeit freigeschaltet. Sehr schwierig. Schau an, du hast 100 Leben für nur 6 Levels. Aber ich glaube, das wird brutal schwer. Aber wir schaffen das. Beim nächsten Mal spiele ich wieder eure Levels, aber dann probieren wir das. Und diesmal hoffentlich mit der richtigen Andrea. Aber auf alle Fälle, wir danken euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Yes. Yes. Komm, Embolo. Cheers. Aber das ist Abprall vom Goal ist schon nicht so geil. Ah, oh, jetzt müssen wir gerade den Hattrick machen mit dem Embolo, dass wir das Game auch garantiert gewinnen. Götze! Und oh, dass der Goalie da rausgefischt hat, ist 7., 8., 9. Weltwunder. Das geht doch verdammt nochmal rot!